Text 21. Ohnehin von Doron Rabinowitsch, eine Sendung von Kontext 21, gestaltet von Mary Kreuzer mit Musik von Deis Hovidas Not For You. Es liest Doron Rabinowitsch aus seinem eben bei Suhrkamp erschienenen Roman Ohnehin. Vergiss sie, drängte ihn seine ganze Umgebung. Stefan ging es in seinen neurologischen Studien darum, die Merkfähigkeit der Patienten zu steigern, und mit besonderer Begeisterung hatte er Gedächtnismeister beobachtet, etwa Menschen, die komplizierte Gleichungen im Kopf zu lösen vermochten. Die Kunst der Erinnerung war ihm nicht fremd, bloß die des Vergessens. Und jeder Versuch, Sonja ein für allemal abzuschreiben, scheiterte. Er war in den letzten Wochen durch die Lokale gestrichen, um Sonja mit Wein und Wodka fortzuspülen, hatte im Zimmer ihre Spuren getilgt, seine Regale, Schubladen und Taschen von jedem Foto, jedem Blatt, das ihm von ihr geblieben war, gereinigt, alles eingepackt, verschnürt und im Landhaus seiner Eltern im Keller verstaut. Sein Vater hatte nur müde gelächelt und ihm dann eine Abhandlung des Ovid in die Hand gedrückt. Rezepte gegen das Liebesleid. In diesen Ausführungen schlug der Dichter vor, auf paradoxe Weise die Erinnerung zu überlisten, indem das Gedächtnis in den Dienst des Vergessens genommen würde. Der verschmähte Liebhaber sollte sich möglichst lebhaft veranschaulichen, wie hassenswert die Angebetete in Wirklichkeit doch war. Hatte sie weibliche Rundungen, dann war sie dick. War sie zart und schlank? Sie war dürr. Und erst ihr Charakter. Wusste er nicht mehr, wie berechnend, raffgierig, launisch, engherzig und, darüber konnte es nun keinen Zweifel geben, treulos sie war. Den größten Verstoß gegen die Anleitungen des Ovid beging Stefan jeden Tag aufs Neue und er konnte nichts daran ändern, denn der Dichter hatte dem Liebenden eingeschärft, er müsse jeglichen Ort meiden, an dem die alten Gefühle wachgerufen würden, wo die Glut unter der Asche wieder aufzuflackern vermochte. Auf jeden Fall habe er alle Plätze zu umgehen, an denen er sie, was das Schlimmste wäre, wieder treffen könnte. Stefan arbeitete jedoch mit Sonja Kramer, pflegte mit ihr Kranke, sah sie bei den Besprechungen und Visiten, musste ihre Blicke kreuzen und konnte ihnen nicht standhalten und nicht ausweichen. Kam sie ihm nah, wollte er fort. War sie nicht da, vermisste er sie. Ne me quitte pas,
Er wohnte im 4. Bezirk in der Hallmühlgasse und um den Patienten in der Lehrgasse aufzusuchen, musste er nicht weit gehen. Er trat auf die Straße, ging an wenigen Häusern entlang, querte die rechte Windzeile, schlängelte sich dabei durch den Verkehrsstau. Er wollte weitereilen, um den Kranken aufzusuchen, durch den Naschmarkt hasten, aber Stefan tauchte ein in das Gedränge der Massen, die sich am Samstagvormittag zwischen die moosgrün bemalten und mattgelb überdachten Hütten und Pavillons schoben und durch die beiden Straßenzüge aus Läden, vor denen in Hüfthöhe eine Arena aus Früchten, Pflanzen, Kräutern, Käse und Gebäck arrangiert war, aus Holzkisten, Kartonstellagen und Plastikkästen voller Waren, und in den Behältern steckten Stiele mit schwarzen oder steingrauen Schiefertafeln, worauf festgehalten war, wofür wie viel verlangt wurde. Darüber blähten sich bunte Markisen im Wind. Stefan versank im Stimmenreigen und hörte nichts mehr vom Autolärm. Die Händler besangen ihre Ware, lockten ihn heran. Er tauchte ab in die Mischung aus scharfen Aromen und süßlichen Düften. Im Fenster eines orientalischen Händlers sah er hunderte Gewürzsäckchen, jedes mit einem Zettel versehen, worauf Charakter und Nutzen der jeweiligen Spezerei vermerkt war. Er ging vorbei an japanischen Sushi-Buden, an chinesischen Delis, an einem marokkanischen Restaurant, einem indischen, persischen, türkischen, an einem Espresso und einer italienischen Pizzeria. Vor dem Wiener Gastwirt und dem Würstelstand ekelte ihn an diesem Augustmorgen, denn nach der deftig heimischen Küche sehnte er sich erst wieder, wenn es herbstelte. Im dichten Gedränge dieses sommerlichen Vormittags gerieten die Menschen leicht aneinander. Der Sauerkräutler, von dem es hieß, er habe auch schon heißeres Kraut vertrieben, schrie seine polnische Aushilfe nieder, denn groß war die Hektik am Wochenende und hier ging es ans Eingemachte. Der Verkäufer fischte mit einer Holzklammer eine Salzgurke aus einem Fass und reichte sie einer Kundin. Die Frau ließ den Kopf in den Nacken fallen und biss ab von tropfenden Knollen. Ein Ausrufer schärfte sein Messer, sang billiger, billiger Kebab. Eine chinesische Standlerin rief ihren blondierten Sohn, schimpfte ihm hinterher, denn der trollte sich davon. Er hatte diesen Ort als Kind bereits an der Hand seiner Mutter kennengelernt. Sie war werktags von der anderen Richtung aus, von der Drei-Hufeisengasse, wie die Lehrgasse damals noch geheißen hatte, kommend einkaufen gegangen, denn sie begnügte sich nicht mit dem oberen Naschmarkt, der sich am Rande des Zentrums befand und der eigentlich, topografisch gesehen, tiefer lag als der sogenannte untere Naschmarkt. Preislich jedoch weit höher reichte. Ein Gemüsegeschäft unweit der alten Bürgerswohnung etwa mied Frau Sandner und sie sagte jedes Mal, wenn sie daran vorbeischritten, laut: Komm, Stefan, fürs Kraut brauch ich nicht zum Apotheker. Denn der Preis des Salates, erinnere sie dort, sagte Anna Sandner, an den eines seltenen, unerschwinglichen Medikaments, dessen Kosten mit der pharmazeutischen Grammwaage errechnet werde. Während sie diesen Betrieb verschmähte, schwörte sie hingegen auf den explosivsten Fischhändler nebenan. Heinz Zednicek wusste, an welchem Wochentag seine Stammkundin vorbeikommen würde. Und wenn er und seine Frau die gnädige Frau Doktor erblickt hatten, konnten die beiden vor Freude kaum an sich halten. Wussten sie, jetzt ging's ans Ausnehmen. Wetzte er die Messer, richtete sie einen Sessel her, scherzte mit dem kleinen Stefan, der offenen Mundes verfolgte, wie ein frischer Karpfen, eine Forelle oder ein Angler aus dem Aquarium geholt wurde. Und mit einem Schlag wurde bereits gereinigt und zerteilt, was noch zuckte. Und wenn Gnädigste schauen wollen, wie gewünscht, keine Gräten. Der Markt lag eingekeilt zwischen rechter und linker Windzeile auf einem seit mehr als 100 Jahren unterirdischen Stück des Flusses der Wien. War von dichtem Verkehrsstrom umbrandet, erstreckte sich über den Kanal, zog vom Karlsplatz und von der Sezession bis hin zur Kettenbrücke. Das Gewässer war von der Oberfläche verbannt worden, damit Ordnung herrsche, doch trotz aller Regulierungen wogte über dem Kanal ein turbulenteres Leben als in den Bezirken ringsum. Er hörte hinter sich eine weibliche Stimme im rauen Akzent sagen: Mehr, mehr, erst wenn ich sage, ist Schluss. Da stand sie, breitbeinig, Zeigefinger und Daumen abgespreizt, die Hände zu Pistolen geformt, zielte sie auf den Händler, der das Lachen unterdrückte, Angst markierte, bitte nicht schießen. Und Pistazien auf die Waage rinnen ließ, aber sie noch und aus, basta. Der junge Verkäufer griff sich an die Brust, sagte, mitten ins Herz. Und derweil er die Nüsse einpackte,
Also ein Sackerl Pistazien. Was darf's noch sein? Das war's. Darauf ja nicht sonst. Ganz alleine heute. Um, als sie die linke Braue hob, den Mundwinkel verzog, höflich nachzusetzen. 20, bitte sehr. Danke vielmals. Schönes Wochenende. Stefan starrte sie an. Ihr Haarflaum reichte bis unter die Ohren ins Gesicht. Und im Gegenlicht war ein leichter Oberlippenbart zu erkennen. Die hohen Backenknochen und ihre großen dunklen Augen, ihre olivbraune Haut und die schwarzen Locken ließen die knallrot geschminkten Lippen greller leuchten. Sie wirkte in ihrer einfachen Kleidung mit blutorangem Tropp und enger, dunkler Hose vornehm, ja selbst, wie sie da in ihren schwarzen Flipflops, Strandschuhen umherspazierte, war sie leger, doch elegant, und alles um sie herum geriet in Spannung. Stefan dachte an die letzten Empfehlungen des Ovid. Neue Liebe sollte die alte vergessen machen. Von einem Patienten gefragt, ob er von einem solchen Wundermittel die spontane Heilung seiner Trennungsmelancholie erwarten dürfe, hätte der Nervenarzt Stefan Sandner wohl darauf hingewiesen, dass Gefühle nicht erzwungen, Trauer über eine gescheiterte Beziehung nicht mutwillig übersprungen, eine Erinnerung nicht bedenkenlos ausgelöscht werden könne. Aber beim Anblick dieser Unbekannten begann selbst er zu glauben, die Frau könne ihn retten. Ja. Sobald er das schwere Tor aufschob, das alte Haus in der Lehrgasse betrat, umfing ihn die Kühle des dicken Gemäuers und er glaubte, ein Kind zu sein, denn verstohlen und leise schlich er an der Wohnung der Heral, der Hausbesorgerin, vorbei. Er läutete an der Tür des einstigen Arztes und in dem Moment, da der Greis öffnete, wusste Stefan, weshalb ihm dieser Mann als Bub so unheimlich gewesen war, denn ihm prallte der Schnapsgeruch entgegen. Spätabends, nach der Arbeit, kehrt Dr. Kerber besoffen heim, stackst ins Haus, torkelt die Treppen hoch
und der kleine Stefan fürchtet, ihm zu begegnen, weicht ihm aus, dem stumpfen Milchglas in den Augen, dem Gegröle, dem Gestank, doch der Erwachsene, die große Nase, sein dünner Mund, die langen Spinnenfinger, taumelt auf ihn zu, wächst ihm entgegen. Vom Pensionisten Dr. Herbert Gerber in moosgrüner Strickweste und brauner Korthose ging nichts Gefährliches mehr aus. Vorsichtig reckte er den Glatzkopf vor, er besah Stefan, seine dicken Brillengläser ließen die Pupillen größer wirken. Sein Riechorgan war aufgequollen, eine Fleischknolle, eine rote Gurke. Der Mund hingegen wirkte schmaler als einst. Ja? Bitte? Guten Tag, Herr Dr. Kerber. Mein Name ist Stefan Sandner. Kennen wir uns? Sie kannten mich als Kind. So, spielten wir miteinander. Wie lustig. Ja, das ist lange her. Entschuldigen Sie, wenn ich mich nicht mehr an Sie erinnere, aber wir haben schreckliche Zeiten durchgemacht, nicht wahr? Was erzähle ich Ihnen? Sie wissen ja, wovon ich rede und ich sollte nicht jammern. Tempora, mutantur, Hauptsache man lebt. Gewiss. Er musste einen Weg in die Wohnung finden. Ich bin Arzt geworden, Dr. Kerber. Wie Sie? Ja, dann sind wir ja Kollegen. Schön. Besuchen Sie mich etwa aus fachlichen Gründen? Eben deshalb. Es geht um eine sehr interessante Frage. Ich muss mit Ihnen reden, sagte Stefan, und das war nicht einmal gelogen. Ich verstehe, Herr Dr. Sandner. Doktor? Ja, ja. Ein Fall, bei dem ich Ihnen helfen kann? Wie schön. Aber kommen Sie doch herein. Ein prächtiger Tag, was? Sie sehen, ich hause hier ganz alleine. Im Moment verfüge ich über genügend Platz, über ein wenig zu viel. Ich lebe abgeschieden, aber das wird sich hoffentlich wieder ändern. Es geht mit den Umständen entsprechend gut. Ja, ja. Er lief in Pantoffeln voran durch die alte Wohnung, die Stefan vor mehr als 25 Jahren zuletzt betreten hatte und die sehr verändert war. Die Zimmer waren weitgehend leergeräumt worden, nichts erinnerte an Sohn und Tochter. Im Wohnzimmer tickte eine Standuhr, über dem Sofa hing ein naturalistisches Bild, das Panorama eines Dorfes in den Bergen. Neben dem rostbraunen Kachelofen auf dem Tisch stand das vergilbte Jugendfoto einer hübschen Frau. Und es dauerte, bis Stefan die verstorbene Franziska Kerber erkannte, die Mutter von Bärbel und Hans. Auf diesem Bild lachte sie. Hier war noch nichts von ihrem immer leidenden, aber freundlichen Gesichtsausdruck zu sehen. Nichts von ihrer Angst. Wie hatte ihr Mann sie doch gequält? Die Nachbarn mochten und bedauerten sie, aber niemand schritt ein, wenn Herr und Frau Dr. Kerber widerstritten. Meine Frau, ich vermisse sie. Ohne sie... Aber was bin ich denn für ein Gastgeber? Lasse Sie ganz auf dem Trocknen. Darf ich Ihnen etwas anbieten, Herr Sandner? Ja, ja. Einen Kaffee? Einen Tee? Die nächste Frage sang er beinahe. Oder vielleicht einen kleinen Cognac? Nein, danke. Noch deutete nichts auf eine Verwirrtheit hin. Er schien nicht depressiv. Eher im Gegenteil. Ein wenig hyperaktiv vielleicht, aber wäre dieser Mann einem auf der Straße begegnet, hätte niemand vermutet, ihm fehle irgendetwas. Welcher Jahrgang sind Sie, Herr Dr. Kerber? Mehr brauchte es nicht, damit der Greis loslegte und eifrig beantwortete, wonach Stefan sich gar nicht erkundigt hatte. 1917 war er geboren worden und er erzählte vom Vater, einem Offizier der K&K-Armee, von der Mutter, ließ auch seine beiden Schwestern nicht aus, beschrieb das Städtchen, in dem er aufgewachsen war und die Schule, die er besucht hatte. Er wusste noch von seinen Freunden, von seinen Lehrern zu berichten und von seinen Vorlieben für die Naturwissenschaft und Mathematik. Im 30er Jahr war seine Familie nach Wien gezogen. Hier hatte er maturiert, Medizin studiert und geheiratet. Von seiner Frau schwärmte er wie ein frisch Verliebter. Und nichts erinnerte an den Ehemann, den Stefan als Kind kennengelernt hatte, an diesen herrschsüchtigen, engherzigen Gatten, ohne jede Zärtlichkeit. Kerber verschwieg nicht, Nazi gewesen zu sein. Noch vor dem Anschluss war er der Partei beigetreten. Ich nehme an, davon soll ich heute lieber nicht mehr reden. Wo haben Sie denn gedient, Herr Sandner? Ich war im Zivildienst, im Innenministerium. So,
Im Innenministerium? Sehr gut. Na, Ihnen kann ich es ja sagen. Ich bin SSler. Das ist der Grund, warum ich lieber hier bin. Hier? Kerber sprach von der Ostfront, vom Russlandfeldzug, konnte noch einzelne Städte, Offiziere nennen. Es war erstaunlich, er hatte nichts vergessen. Dann sprach er vom Lager, von vollgefressenen Ratten, die durch die Baracken huschten, von den lebenden Gerippen, die er, Untersturmführer Dr. Kerber, über hatte. Er sagte, er habe sie über gehabt. Ich sage Ihnen, es ist unbeschreiblich, was ich durchlitten habe. So Kerber. Während er vom Krieg plauderte, war er voller Schwung, nicht aus der Vergangenheit, sondern aus der unmittelbaren Gegenwart schienen seine Geschichten, und lebhaft schilderte er die Niederlage, wie er sich nach Wien durchgeschlagen hatte, in diese Wohnung hier untergeschlüpft war, um seine Frau wiederzufinden. Franzi ist bei ihren Eltern auf dem Land. Das ist die Wohnung ihrer Familie. Ich bleibe erstmal hier und warte auf sie. Verstecke mich vor den Russen. Dann schlagen wir uns ins Salzburgische durch. In Stefan wuchs ein Verdacht. Verzeihung, Herr Dr. Kerber. Ich bin mit einem Mal ein wenig durcheinander. Können Sie mir sagen, welches Jahr wir haben? 45 natürlich. Was meinen Sie? Und wie alt, Herr Doktor, sind Sie? Nun, ich bin 27. Der Neurologe griff in seine Tasche und holte einen kleinen Handspiegel hervor. Herr Untersturmführer, was sehen Sie? Ist das etwa ein Mitzwanziger? Kerber bleichte, fuhr sich ans Herz. Um Gottes Willen, was ist das? Er sprang hoch, wich vor seinem Ebenbild zurück und schrie, was ist geschehen? Wer ist das? Was machen Sie denn da? Ich bin Herbert Kerber, hören Sie? Untersturmführer Herbert Kerber, ich weiß, wer ich bin, ja? Untersturmführer Kerber, ich bin Doktor der Medizin. Ich, Dr. Herbert Kerber. Während er Luft holte, ermattete er und flüsterte ein wenig verloren, was ist denn los? Nichts, sagte Stefan, packte den Spiegel ein kleiner Streich. Schauen Sie doch hier. Er zeigte aus dem Fenster. Kommen Sie her. Ist es nicht ein prachtvoller Tag? Hören Sie die Kinder spielen? Kerber beruhigte sich. Stefan reichte ihm ein Glas Wasser und schlich aus dem Zimmer, wartete einige Minuten, dann trat er wieder ein. Herr Dr. Kerber? Kerber drehte sich vom Fenster weg, wandte sich ihm zu, er strahlte. Ja, bitte? Kennen wir uns? Guten Tag, Herr Dr. Kerber. Mein Name ist Dr. Sandner. Ich bin Arzt, wie Sie. Schön. Was kann ich für Sie tun? Sind wir einander bereits begegnet? Ich glaube nicht. Oder? Er lebte in einer anderen Zeit oder lebte eben nicht in ihr, sondern waren sie verloren, sie eingefroren. Er war aus der Welt und nicht in einer eigenen, vielmehr war ihn gar keiner. War ein Gefangener, der nicht einmal über einen Kerker oder irgendeine Zelle, nicht über einen Zusammenhalt verfügte, den alles in ihm und um ihn zersplitterte von einem Moment zum anderen. Sie warten auf Ihre Frau, auf Franzi, Herr Dr. Kerber. Ja, woher wissen Sie? Kennen Sie meine Frau? Hat Franzi Sie geschickt? Kommt sie bald? Können Sie ausrichten, dass ich nicht außer Haus kam? Ich weiß, Herr Untersturmführer. Ja, ja, gewiss. Ich war bei der SS. Aber jetzt warte ich auf Franzi. Sie ist bei ihren Eltern auf dem Land. Sagen Sie ihr, wir werden von Neuem beginnen. Eine Familie gründen. Ich will einfach nur Arzt sein. Es waren schreckliche Zeiten. Stefan hätte den Alten am liebsten an der Gurgel gepackt. Aber er lächelte bloß, während seine Stimme vereiste. Für Sie, Herr Untersturmführer, waren Sie nicht mächtig? Der Mörder von Tausenden, von Kindern, Frauen und Alten, Herr über Leben und Tod? Kerber zuckte zusammen, ließ Kopf und Schultern rollen, richtete sich den Kragen. Sie übertreiben. Ich habe nur meine Pflicht erfüllt. Gewiss war es fürchterlich, aber wenn ich es nicht getan hätte, irgendwer... Und dann, was wäre mit mir geschehen? Es war grauenhaft. Ich sage Ihnen, was ich durchgemacht habe, ist unbeschreiblich. Ich will nichts mehr davon reden.
und ich kann und möchte nichts mehr von dem Ganzen hören, von unserer sogenannten Schuld und von den Leichenbergen, genug davon. Wie lange noch? Der Krieg ist vorbei. Zum Glück. Kerber ging so nah an Stefan heran, dass dem Neurologen der weinbeflackte Atem des Alten entgegenschlug, ihn ein wenig benommen machte, und für einen Moment glaubte der junge Arzt beinahe, nicht der einstige Untersturmführer, sondern er, Dr. Sandner, habe den Sinn für Zeit und Raum verloren, stecke fest im Jahr 45, als Kerber ihm zuhauchte: Verstehen Sie denn nicht? Der Krieg ist vorbei. Einmal muss Schluss sein. Einmal muss Schluss sein. Halb sieben betrat er Kerbers Wohnung, und diesmal war es nicht Herbert Kerber, der ihn einließ, vielmehr war Bärbel zur Tür geeilt, und das Vorzimmer wirkte anders als bei seinem letzten Besuch. Eine signalrote Damenhandtasche und ein Schal in Shocking Pink tauchte das ganze Ambiente in ein neues Licht. »Danke, Stefan, dass du vorbeikommst. Wie geht es dir?« Bärbel rechnete nach, wie lange sie einander nicht mehr begegnet waren, verzählte sich dabei großzügig, dankte ihm nochmals, dass er Zeit für sie gefunden hatte, ihnen bei dieser fürchterlichen Peinlichkeit, ja, Bärbel sagte, Peinlichkeit zu helfen. Als kleiner Bub hatte er Bärbel angehimmelt, doch nun glühte sie auf, als sie ihn sah, wenn auch wohl bloß vor Scham. Sie habe nichts von Vaters Vergangenheit geahnt, versicherte sie ihm sogleich. Sie geleitete ihn weiter in den Salon, wo Herbert Kerber saß und einen anderen Eindruck machte als 3 Tage zuvor, nicht rege auf ihn zuging, sondern verwirrter wirkte und verwahrloster. Er hatte sich anscheinend seither nicht umgezogen und nicht gewaschen. Der Glatzkopf versank im Fauteuil, war dennoch nicht apathisch, sondern äugte hinter den dicken Brillengläsern hervor, blinzelte gehetzt hin und her. »Ich habe keine Ahnung, was Sie von mir wollen, meine Herrschaften. Ich glaube, Sie nicht zu kennen.« Sind Sie von der neuen Behörde? Kommen Sie von den alliierten Mächten? Ich stehe natürlich gerne für Auskünfte zur Verfügung. Wollen Sie ein Verfahren gegen mich eröffnen? Beim Volksgerichtshof? Ich kann Ihnen jedenfalls versichern, dass ich mir nichts zu Schulden kommen ließ. Bärbel schnaufte, nicht das schon wieder. Und zu Stefan, es ist nicht auszuhalten. Hans Kerber stand hinter dem Alten und schüttelte den Kopf, sah seine Schwester streng an, als fordere er sie auf, endlich zu schweigen. Hans, der einstige Maoist, der früher gern im Blauhemd marschiert war, trug einen hellen Anzug. Der promovierte Soziologe, der von Revolution und Klassenkampf geschwärmt hatte, widmete sich nun Klassenfragen ganz anderer Art,
war für Lehrprogramme und Schulprojekte im Unterrichtsministerium zuständig, ein Staatsbeamter. Hans sagte, er näselte dabei, bitte Bärbel, Vater ist krank, schwer krank, worauf der Greis aufhellte und bei der Erwähnung eines medizinischen Problems von einem Entzücken überschwemmt wurde. Sie suchen meine Hilfe als Arzt. Was hat er denn, der Herr Papa? Was fehlt ihm? Denken Sie bloß, stimmte Stefan an, die letzten 50 Jahre, Dr. Kerber, sind dem alten Herrn dieser beiden Menschen plötzlich abhanden gekommen. Ist das nicht merkwürdig? Er erinnert sich ihrer nicht. Ja, er vergisst nach jeder Viertel, halben Stunde alles, was geschah. Er steckt fest in der eigenen Vergangenheit. Was für ein interessanter Fall, freut sich Dr. Herbert Kerber. Und das Fossil aus dem Jahre 45 lächelte begeistert. Ihr Papa glaubt also noch, im 19. Jahrhundert zu sein. Und er wartete auf genauere Schilderung. Doch als die anderen ihn bloß anstaunten und nichts berichteten, verlor er sich seine Aufmerksamkeit wieder. Hans fragte mit beinahe bemühter saler Aussprache, ob er unter dem Korsakow-Syndrom eine Sonderform des Alzheimers zu verstehen habe. Und Stefan erklärte, dass zwischen dem Alzheimer, der Auflösung der eigenen Persönlichkeit und dem Ausfall der hier Vorherrscher genau unterschieden werden könne. Litte einer unter Alzheimer, so würde er einen depressiven Eindruck hinterlassen. Eben die Impressionen eines, der den Kontakt zu sich selbst verliere. Befragt danach, was er etwa gestern gegessen hätte, verfalle ein solcher Patient, verzweifle er daran, sich des Menüs nicht mehr zu entsinnen. Ganz anders sei es bei Korsakow. Der Kranke wirke angeregt, brenne darauf, die Verwirrung aufzulösen. Und wie zum Beweis sprach Stefan den Alten an. Haben Sie gestern gut gespeist, Herr Doktor? Kerber lächelte auf. Hervorragend. Wissen Sie noch, was es war? Lassen Sie mich nachdenken. Ich glaube, es war eine Bohnensuppe. Nicht eher ein Wiener Schnitzel? Ja, jetzt, wo Sie sagen, ein schmackhaftes Schnitzel mit Erdäpfelsalat, nicht wahr? Ja, herrlich, gluckste der Patient und es war, als lief ihm das Wasser im Munde zusammen. Er lügt ja, seufzte Bärbel. Hans verdrehte die Augen, bitte, Bärbel. Und Kerber fuhr auf, ich sage die Wahrheit. Es ging ja nicht um Sie, Herr Dr. Kerber. Ein Missverständnis. Die Dame meinte ihren Vater. So, ich verstehe. Verzeihung. Roman hat mehrere Fäden, denen er folgt. Stefan Sandner ist aber immer dabei und hier ist er zusammen mit seinem Freund Lev Feininger wieder interessiert an Fragen der Erinnerung des Vergessens, aber anders gearteten. An einem Sommersonntag fuhren sie mit dem Auto nach Bernberg in Oberösterreich. Der kleine Ort lag unweit von Grundl. Hier kämpften seit Jahren politische Aktivisten gegen die, wie sie es nannten, braunen Flecken der Stadt. Sie hatten Lev
zur Einweihung eines Denkmals für ermordete Juden nach Bernberg eingeladen. Während Stefan den Wagen steuerte, redete Lev sich warm, kleine Lockerungsübungen, da er im Dorf eine Ansprache halten sollte. In den 60er Jahren sei in dieser Gegend ein Monument errichtet worden, das als Wallfahrtsort für ehemalige und Neonazis diente. Wer den Geist verrät, verrät sein Volk, stehe hier geschrieben. Und die Stufen, die zum Mahnmal hinaufführten, seien Wörter wie deutsches Volkstum, Ahnenehrung und Sippenreinheit eingraviert. Noch 1945, in den letzten Tagen des Krieges, seien die Opfer auf Todesmärschen umgebracht worden. Menschen zu schwach, um arbeiten, zu schwach, um marschieren, um flüchten zu können, sagte Lev, während sie über die Autobahn rasten. Die Häftlinge seien durch das Land getrieben worden. An beiden Seiten, so hatte Lev in den Zeugenaussagen gelesen, hätten SS-Männer patrouilliert, in der einen Hand ihre Maschinenpistole, in der anderen eine Prostituierte. Die Hure an der Seite des SS-Mannes Höllriegel sei besonders eifrig gewesen. Ihr Bubi hätte doch oft, schon so oft Bum-Bum gemacht. Er solle jetzt auch einmal Medi Bum-Bum machen lassen. Höllriegel habe der Frau erlaubt, abzudrücken, doch der Häftling sei nicht tödlich getroffen gewesen, und so habe Höllriegel ein zweites Mal gefeuert und gesagt, schießen muss auch gelernt sein, Medi. Irgendwo hier, meinte Lev, irgendwo zwischen Wiener Neustadt und Mauthausen soll das geschehen sein. Er wisse nicht, fügte Lev hinzu, wie an diese Ungeheuerlichkeiten gedacht werden könne. Denkmäler seien ja eher Wegmarken des Vergessens. Achtlos würde daran vorbeigegangen. Lev erzählte von einem jungen Architekten, der in seiner Heimatstadt ein antinazistisches Monument errichten sollte. Kaum war er daran gegangen, sein Projekt zu vollenden, einen Kubus aus blauem Plexiglas aufzustellen, da regte sich Protest. Das Bauwerk, hieß es, würde sich nicht in die Umgebung fügen. Es war, lächelte Lev, ihnen nicht unsichtbar genug. Und wahrscheinlich, fuhr er fort, gehe es diesen Leuten eher darum, die Verbrechen auszublenden, als sie anzuprangern. Vielleicht ist jedes Gedenken, sind alle Rituale und Mahnmale immer Instrumente des Vergegenwärtigen und des Vergessen zugleich. Als sie in Bernberg angekommen waren, wurde Lev von jenem Kreis freudig begrüßt, der die Errichtung eines Grabsteines für die ermordeten Juden durchgesetzt hatte. Stefan mischte sich unter die Leute. Lev Feininger wurde dem Vizebürgermeister vorgestellt. Der Politiker fragte, sie sprechen eh Deutsch. Der Bürgermeister, ein Sozialdemokrat, betonte, wie froh er war, dass ein Vertreter der jüdischen Gemeinde es übernommen hatte, die Rede zu halten, und er sah in der Tat sehr erleichtert aus, die heikle Pflicht nicht selbst erfüllen zu müssen. Hier war er, der Souffleur jener Trauerworte, die einem nicht leicht über die Lippen gingen. Die Opfer mochten als Juden ermordet worden sein, doch die Gedenkstätte lag mitten auf dem katholischen Friedhof, und ein Priester mit zwei kleinen Ministranten schritt den Anwesenden voran. Ja, nicht nur das, zum Erstaunen Levs schlugen die heimischen Christen ihr Kreuz vor der Inschrift, sprachen ihr Gebet im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, worauf der Kleriker das Monument für die Juden segnete und mit Weihwasser besprengte. Nach der kirchlichen Zeremonie folgte Levs Rede und Stefan Sandner meinte, dass ein ehemaliger Klassenkamerad klare Worte fand, um zu schildern, was sich in den letzten Kriegstagen ereignet hatte. Dabei verwies er darauf, dass an anderen Orten Österreichs Ähnliches geschehen war und dort ebenso wie in diesem Städtchen jahrzehntelang das Leid der Ermordeten verschwiegen worden war. Umso bedeutsamer, so Lev, die Initiative, die nun ergriffen wurde. Dieser Gedenkstein ist wichtig, sagte Lev, weil im Nachbarort noch die Waffen-SS geehrt werde. Dann erwähnte er den Bürgermeister dieser anderen Gemeinde, scheute nicht davor zurück, dessen Verantwortung zu unterstreichen und ihn zu kritisieren. Während er sprach, schaute Lev bloß in die Gesichter jener Aktivisten, die für einen anderen Umgang mit der Vergangenheit kämpften, sah, wie sie ihm zulächelten und nickten. Stefan Sandner hingegen stand in der Menge hinter den Honoratioren der Region, hörte das Murren gegen Levs Kritik, hörte, wie ein Dickbäuchiger seiner Frau zuraunte, »Ich finde, das geht in Ordnung. Da ist das Denkmal für die Juden
und dort wird jenes für den Kameradschaftsbund stehen. Das haben wir gemeinsam beschlossen zum Ausgleich. Nach Levs Ansprache löste der Bürgermeister die Versammlung auf und schnell verließen alle den Friedhof. Die politischen Aktivisten, die Lev eingeladen hatten, dankten ihm, insbesondere für jene Sätze, mit denen er den aktuellen Streit in der Region erwähnt hatte. Der Vizebürgermeister verschwand ohne Gruß. Der Bürgermeister verabschiedete sich mit einem Seufzer. Bereits am nächsten Tag gingen sie zu einer weiteren Veranstaltung. Im Zentrum Wiens, im Festsaal eines Geldinstituts, fand ein kleines Symposium statt, das sich dem Antisemitismus in Osteuropa widmen sollte. Die Podiumsdiskussionen waren von noblen nichtjüdischen Menschen vorbereitet worden, die, nicht selten von Schuldgefühlen heimgesucht, beschlossen hatten, ihre Gesinnung gegen den Judenhass zu bekunden. Da saß ein erzkatholisch-bürgerliches Ehepaar neben einem kosmopolitisch-liberalen aus einstigem Hochadel. Dort zwängte sich ein knochendürr verhärmter, käsig-blasser Chemiker aus streng christlichem Haus in einen Stuhl, ein Wissenschaftler, dessen pharmazeutische Forschungen ihm bereits internationales Ansehen verschafft hatten. Seine Karriere wurde von den Kollegen auf der Wiener Universität mit Neid verfolgt, seine persönlichen Vorlieben mit Kopfschütteln. Er stand kurz vor dem Übertritt zur jüdischen, oder wie es in Österreich verschämt hieß, mosaischen Religion. Seine eigentliche Passion galt einer Jüdin, einer unförmig dicken Frau mit fettigem Haar, eine riesige Marienfigur, die neben diesem Schmerzensmann thronte. Er war nicht bloß bleich, vielmehr wirkte er durchsichtig. Traten die Venen unter seiner dünnen Haut bläulich hervor, als wäre er vielleicht durch sein langes Studium zu einem Grottentier verkümmert, zu einem Gecko. Es schien beinahe, als wäre irgendwann zwischen zwei rollende Bibliotheksregale geraten und plattgewalzt worden. Wenn er sprach, flüsterte er heiser, senkte dabei den Blick und wurde rot vor Scham. Mit jedem Wort, das er sagte, schien er Buße tun zu wollen für das tausendjährige Unrecht, das unzähligen Juden von der Kirche zugefügt worden war. Wer die beiden erblickte, wer sah, wie sie einander anschauten, konnte nichts Freudiges und nichts Lustvolles zwischen ihnen erkennen. Sie waren weniger ineinander als in das Judentum schlechthin verliebt. Seine Zuneigung hatte zudem etwas von einer ganz persönlichen sexuellen Aktion Sühnezeichen. Eine Schar ultraorthodoxer Familien, Männer in schwarzem Kaftan, mit Schläfenlocken und der Kippa auf dem Kopf, Frauen in langen Röcken und mit Scheitel waren eingetroffen, weil ein Rabbiner, Eliyahu Blumenthal, einer der wenigen Überlebenden des Warschauer Ghettos, eine Ansprache halten sollte. Der Geistliche lebte nun in Frankreich, war das Idol einer jüdischen Denkschule geworden, im seidenschwarzen, langen Mantel mit Stremel, dem Zobelhut auf dem Kopf, hockte er in der Ecke. Der lange weiße Bart und die Pays umkränzten sein durchfurchtes Antlitz. Original verpackt, nannte ihn Lev Feininger.
Zwischen diesen so unterschiedlichen Kongregationen stand ein Dutzend Leute, die nicht zur einen und nicht zur anderen Seite gehörten, dabei einen Brückenkopf bildeten oder vielleicht eher einen Paravent, ja, womöglich gar einen Schutzwall. Während alle anderen im Saal bloß leise redeten und ernst, wurde hier getratscht, gekichert und lustig herumgestritten. Lev ging sogleich auf diese Gruppe zu, zog Stefan dabei mit. Er kannte alle hier aus der israelitischen Kultusgemeinde, ein Kreis von Menschen, die nicht besonders religiös waren, ja, vielleicht gar nicht an Gott glaubten, doch zumeist in jüdischen Organisationen arbeiteten, in ihren Periodika schrieben, die einschlägigen Gedenkrituale, Vorträge und Diskussionen besuchten. In dieser Runde sprachen alle aufgeregt. Lydia Rosenhecker, eine jüdische Journalistin, ging auf Lev zu. Die machen noch eine Regierung mit dem. Die schließen das nicht mehr aus. Ich habe das immer schon gesagt. Und beinahe klangen ihre Worte wie ein Triumph, aber Lev versetzte bloß, eben, seit Jahren behauptest du das und noch ist es nicht geschehen. Fritz Löwy, ein älterer Überlebender, der in die Schulen pilgerte, um Kindern von der Verfolgung und seinem Leid zu berichten, zeigte besorgt einen Hetzartikel herum, ob die anderen es schon gehört, schon gelesen hätten. Rabbiner Blumenthal nahm an dem Podiumsgespräch teil und eben als er das Wort ergriff, ging ein Raunen durchs Publikum. Der greise jüdische Gelehrte, der den Aufstand des Warschauer Ghettos miterlebt hatte, redete nicht Deutsch, sondern antwortete den anderen Diskutanten in einem feinen, reinen Jiddisch, wie es die Nichtjuden im Saal noch nie vernommen hatten. Die meisten von ihnen kannten allein das Jiddeln, die bloße Verballhornung, die in Wahrheit die Diktion jener Antisemiten war, die meinten, die Objekte ihrer seltsamen Begierden nachäffen zu können, indem sie in Synkopen quietschten, die Hände rieben, einseiften und Schaum schlugen. Als der alte Eliau Blumenthal deshalb hatte fragen lassen, ob er sich in Mameloschen, in seiner Muttersprache, äußern dürfe, waren seine Diskussionspartner von dieser Idee begeistert gewesen. Hatten gedacht, die Veranstaltung werde gewürzt durch seinen kuriosen Jargon. Nun erkannten sie jedoch, dass er für Österreicher nicht zu verstehen war. Denn er ahmte nicht bloß einen östlichen Singsang nach, streute nicht nur einzelne Begriffe ins Deutsche ein, sondern beherrschte jenes Jiddisch, das in den Yeshivas Warschaus noch gesprochen worden war. Eine eigene Sprache mit fremden Wörtern und Regeln, die unverständlich blieb für alle, die sie nicht erlernt hatten. Nach der Debatte fanden die Leiter des Symposiums eine Lösung des Problems. Eine Studentin der Judaistik sollte die Worte des gesetzestreuen Geistlichen ins Deutsche übertragen, die Ausführungen des Zeitzeugen aus Warschau, von dem erwartet werden durfte, er würde von den Heroen des Widerstandes erzählen, von ihrem Kampf aller Hoffnungslosigkeit zum Trotz, von ihrer Entschlossenheit, die Waffen zu ergreifen, um nicht wehrlos zu sterben, um der Welt und zukünftigen Generationen zu beweisen, dass Juden sich wehren konnten und nicht geboren waren, nichts als Opfer zu sein. Doch der Rabbiner dachte nicht daran, die jungen Partisanen des Ghettos, zumeist areligiöse Zionisten und Linke, zu loben. Die streng Orthodoxen hatten nämlich damals nicht zum Gefecht gerufen, sondern befohlen, jedes Draufgängertum zu unterlassen. Denn wenn der Feind nicht mehr die Unterwerfung wollte, sondern die Ermordung aller Juden, war da nicht jedes Mittel, das sein Ziel durchkreuzte und das Überleben so vieler wie möglich anstrebte, war da nicht unter Umständen die Unterwerfung die richtigere Form von Widerstand als eine aussichtslose Schlacht? Diese Jugendlichen, teilte der Kreis der ganzen Versammlung jedenfalls mit, waren keine Helden gewesen. Dabei sprach er aber wieder sein gewähltes Jiddisch, sagte deshalb alles in doppelter Verneinung, wie es die Grammatik dieser Sprache verlangt, sagte, diese Jungen wären gar keine Helden nicht gewesen, nicht klug nicht und auch nicht vernünftig nicht. Und die Judaistin, die ihren Ohr nicht trauen mochte, die unmöglich glauben konnte, dass der alte Mann neben ihr wirklich so etwas Ungeheuerliches von sich zu geben imstande war, dass der Gottesfürchtige solch einer Blasphemie fähig wäre, noch dazu mitten in einer Gedenkstunde für den Warschauer Aufstand, vergaß alles, was sie als Linguistin bisher gelernt hatte, blieb unverdrossen bei ihren Erwartungen und ließ sich nicht befremden, sondern übersetzte, wie tapfer die Kämpfer gewesen waren, wie heldenhaft, wie klug auch und wie vernünftig. Die Partisanen, fuhr Eliahu Blumenthal fort, mit ihrem Anführer Mordechai Anilevich,
Sie seien gar nicht gewesen, nicht keine Heroen und keine Geistesgrößen, worauf seine Dolmetscherin verkündete, was für Heroen und Genies die Rebellen gewesen waren. Während die ultraorthodoxe Fraktion der Wissenschaftlerin nicht zuhörte, sondern bloß ihrem religiösen Leitstern, ihrem Gelehrten lauschte, folgten die Nichtjuden im Raum alleinig den pathetischen Ausschmückungen der Frau. Und dabei die Frommen sich an der Weisheit ihres Rabbis berauschten und zu jedem seiner Sätze mit leisem Lächeln nickten, schauten die anderen sehr weihevoll drein, aber beide Seiten bekundeten, wie zufrieden sie waren. Bloß jene, die nicht zur einen und nicht zur anderen Gruppe ganz gehörten, bemerkten, wie die zwei Versionen des Vortrages, jiddisches Original und deutsche Kopie, sich verzweigten, vernahmen die Dissonanz, ein Knirschen, als drohe ein Zug aus den Schienen zu springen, weil die Gleise mit einem Mal auseinanderliefen. Unter den nicht gesetzestreuen Juden schwärmte ein Tuscheln aus. Lydia Rosenheck schaute zu Lev Feininger, der den Kopf schüttelte, und beide prusteten sie los. Stefan Sandner stieß seinen Freund an, da er nicht begriff, weshalb der auflachte. Paul Gutmanns Augen verengten sich, Fritz Löwy schüttelte den Kopf. Doch vielleicht wäre es bei dieser kleinen Unruhe geblieben, wenn sich die Dolmetscherin Frieda Bruch nicht im Raum befunden hätte. Frieda Bruch konnte nicht still ausharren. Sie war in ihrer Kindheit von einem Land ins nächste gejagt worden, alles war den ihren geraubt worden, doch umso größer war ihr Stolz auf die eigene Ausbildung. An dem Haus, in dem sie lebte, prangte ein goldgerahmtes weißes Schild, auf dem mit goldenen Lettern geschrieben stand: Fachübersetzungsbüro für alle Sprachen, Dr. Frieda Bruch. Und als die Studentin mit sinkender Stimme und steigender Unsicherheit wieder anfing, just das Gegenteil dessen wiederzugeben, was der Rabbiner erklärte, sprang Dr. Frieda Bruch auf und schrie: Das ist eine Frechheit, Quod Haraf. Die Ausführungen des ehrwürdigen Rabbiners werden verfälscht. Ich bin Übersetzerin und ich werde mich nun auf das Podium begeben und einspringen. Sie packte ihre riesige Handtasche und wollte hinaufsteigen, als ein junger jüdischer Student, David Salzmann, ihr nachrief: Ihr Benehmen wäre eine Unverschämtheit. Frieda Bruch brüllte daraufhin: Der junge Salzmann braucht nicht zu glauben, er könne sich alles erlauben, bloß weil er der Sohn eines Kultusvorstehers ist. Fritz Löwy schlug die Hände zusammen, deutete mit seinem Kopf auf die Nichtjuden und sagte zu seinen Schicksalsgenossen gewendet: Was für eine Schande, schrecklich. Lydia Rosenheck kicherte: Aber sie hat doch recht. Auf der Bühne bat der Rabbiner, die Judaistin möge ihm erklären, was geschehen sei, worauf die bloß mit den Achseln zuckte. Die christlichen Gäste blickten verwirrt umher, schauten von Frieda Bruch zu David Salzmann, von Fritz Löwy zu Lydia Rosenheck, von Lev Feininger zum Rabbiner Eliyahu Blumenthal. Sie waren herbeigekommen, um ihre Gesinnung gegen den Judenhass zu bekunden. Und was mussten sie nun mit ansehen? Judenhass im eigentlichen Sinne des Wortes. Die Leiterin des Vereins gegen den Antisemitismus fasste sich ein Herz, ging auf Dr. Bruch zu und flehte leise: Liebe Frieda, bitte, liebe Frau Dr. Bruch, das geht doch wirklich nicht. Das kannst du dem armen Mädchen nicht antun. War es diese respektvolle Anrede, aufgrund deren die Übersetzerin sich beruhigte? Sie verstummte, schaute in die Runde, dann gefror ihr Antlitz zu einem Lächeln und ohne ein weiteres Wort zu verlieren, verließ sie den Saal. Der Rabbiner sprach weiter, die Judaistin übersetzte ihn unverdrossen falsch, die Nichtjuden blickten wieder weihevoll, die Ultraorthodoxen nickten zu den Ausführungen ihres seidenschwarzen Gurus, manche der liberaleren Juden schmunzelten leise vor sich hin, jede Gruppe hörte etwas vollkommen anderes, doch vielleicht schienen alle eben deshalb in ihren Anschauungen gleichermaßen bestätigt. Selbst Lev Feininger freute sich, denn eifrig konnte er aufschreiben, was geschehen war, und es für seine Studien festhalten. Nach dem Vortrag näherte er sich dem Rabbiner in einem ruhigen Augenblick, erläuterte dem Greis in Hebräisch, was vorgefallen war, und fragte, ob er denn nicht gemerkt habe, dass seine Darstellungen im Deutschen verzerrt worden waren. Da lächelte der Alte verschmitzt, stieß ein Glucksen hervor, ein Meckern, und antwortete auf Jiddisch: Jetzt, wo Sie sagen,
Danke. Sie hörten Doron Rabinowitschs Lesung aus seinem neuesten Roman Ohnehin, erschienen 2004 im Suhrkamp Verlag. Die Musik zur Sendung stammt von der CD Days for Vida, Not for You. Der Historiker, Essayist und Schriftsteller Doron Rabinowitsch publizierte 1994 Papiernik, Stories. Es folgte 1997 ein Roman in 12 Episoden, Suche nach M. Im Jahr 2000 erschien Instanzen der Ohnmacht, Wien 1938 bis 1945, Der Weg zum Judenrat. Und 2001 erschien Credo und Kredit, Einmischungen. Einmal muss Schluss sein. Ein Probeabo der Zeitschrift Kontext 21, die nächsten 3 Ausgaben kostenlos, unverbindlich und ohne automatische Verlängerung, kann an folgender Adresse bestellt werden: Kontext 21, Schottengasse 3a-1-4-59, A1010 Wien. Die Internetausgabe befindet sich an der Adresse kontext21.at. Es ist jeweils die lateinische Schreibweise zu beachten, also Kontext mit C und 21 als XXI. Thank you.